Hallo liebe Autofreunde, ich möchte euch hier das Tasmanian Tiger Canteen Pouch Mark II vorstellen. Eine Tasche für eine Trinkflasche, für eine Feldflasche ist die gemacht und da kann man natürlich auch, die kann man natürlich auch ganz anders verwenden. Ich komme noch schnell zu den Maßen. Ist 20 cm hoch, 18 cm breit und eine Dicke hat das von 8 cm bei einem Gewicht von 170 Gramm. So, vom Preis her sind die wirklich sehr preiswert, sehr günstig und super verarbeitet. Und eben, man kann natürlich da was ganz anderes auch noch reinpacken. Kochgeschirr oder sowas ähnliches, anstatt eine Feldflasche. Diese Taschen kann man natürlich hinmachen, wo man sie gerne möchte, aber hauptsächlich passt die bei solchen Rucksäcken, wie ich zum Beispiel schon vorgestellt habe, den Eberlestock Battleship oder den Tasmanian Tiger. Gibt es ja ganz verschiedene Ranger 60 oder sowas, wo man einen breiten Hüftgurt hat mit Molleschlaufen und da passt natürlich so eine Tasche vor allem sehr, sehr gut dran. Da hat man die Flasche dann auch immer schön griffbereit. Das ist einfach eine Empfehlung von mir, um das ein bisschen sich vorstellen zu können. Natürlich kann man die auch sonst überall hinmachen, wo man es gerne möchte. Ich habe jetzt hier einfach nur so eine Flasche mit Kochgeschirr hier unten reingepackt, die ist ein bisschen gar groß, trotzdem passt das hier rein. Ebenfalls schön hier, damit man nicht immer das alles so aufknipsen muss. Es hat hier auch so eine Klettfläche, eben ein bisschen die große Flasche habe ich genommen, aber passt hier auf jeden Fall auch. Da kann man eben das mit dem Klett und da hat man die Flasche noch schneller in der Hand. So, ich packe das hier mal aus, die Flasche. Können wir reinschauen. So sieht das Ganze von innen aus. Hat hier unten zwei solche Netzösen, wo dann auch das Wasser, was ja häufig mal ausläuft, ein bisschen was, auch schön runter wegrinnen kann. Dann kann man das Ganze hier ein bisschen noch anziehen mit so einem Cord. Ja, damit es einfach besser sitzt und man den Inhalt eher noch weniger verliert. Man kann, wie gesagt, die Tasche auch für verschiedenes anderes nutzen. Hier hat es noch zusätzliche Molleschlaufen dran, um da eben noch vielleicht ein Taschenmesser oder sowas, eine Taschenmessertasche oder Pistolentasche oder irgend sowas noch anzubringen zusätzlich, was man einfach gerade gerne zu griffbereit hat. Das ist nett, dass es auch dabei ist. Und hier hat es noch eine kleine Tasche, die hier elastisch ist und sehr gut anliegt, hier mit so einer Schlaufe, um ebenfalls noch was dran zu machen, was man gerne griffbereit hat. Hier hinten gibt es offenbar verschiedene Versionen mit drei solcher Molle-Bändel da oder zwei. Genügt auf jeden Fall auch zwei hier, die man dann unten zusammenknüpfen kann. Und die hält recht gut, um dann eben einschlaufen zu können. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Ja, und ich finde die wirklich ganz nett, vor allem wenn man immer mal auch bedenkt, dass so eine Flaschentasche jetzt nicht unbedingt nur für diese Flasche benutzbar kann, sondern auch damit man die irgendwie für ganz was anderes benutzen kann. Das ist also wirklich auch eine Art Mehrzwecktasche und ja, ich finde die richtig gut, sehr gut verarbeitet, wie man es kennt von Tasmanian Tiger. So. Ja, das ist die Vorstellung von dieser Tasche. Ich hoffe, ich konnte sie euch ein bisschen empfehlen und ja, viel Spaß draußen und vielen Dank fürs Reinschauen.